Die Caritas ist hier im Gesundheitsbereich tätig. Wir kümmern uns um die Bewusstseinsbildung in der Gemeinschaft für die Ärmsten der Gesellschaft. Wichtig ist die Vorbeugung von Behinderungen durch die Früherkennung von Krankheiten. Die Kinder, die wir betreuen, leben mit einer Behinderung. Aber nach der Operation und einer Therapie sind sie wieder gesund, sie können nach Hause gehen und ein normales Leben führen. Rund um mich sitzen Kinder, denen dank der Unterstützung der Caritas Linz geholfen werden konnte. Vor der Operation und der Therapie waren sie unselbstständig. Ohne Hilfe konnten sie sich nirgendwo alleine hinbewegen. Hier zu meiner Rechten sitzt Melchior. Er wurde vor kurzem operiert. Er konnte davor nicht sehen, nicht sprechen und nicht gehen. Heute kann er wieder sehen. Solche Momente sind bei der Begleitung von kranken Menschen das Positivste. Wenn das Schlimmste überwunden ist, das Kind sich erholt und wieder gesund und munter ist wie andere Kinder. Ich operiere den grauen Star an Erwachsenen und natürlich an Kindern. Wir machen eine komplette augenärztliche Untersuchung. Sie besteht aus einem Sehtest. Dabei überprüfen wir zum Beispiel die Reaktion auf Licht, um herauszufinden, wodurch der graue Star verursacht wurde. Es ist wichtig, diese Operation so bald wie möglich durchzuführen, damit das Kind bessere Heilungschancen hat. Ein großes Danke an die Caritas Linz und ihren Spendern, die dafür sorgen, dass unseren Kindern ihre Gesundheit und Würde zurückgegeben wird. Das Kind lebt bei seiner Großmutter. Sie hat es seit seiner Geburt gepflegt, da es mit einer Missbildung an den Beinen auf die Welt gekommen ist. Die Großmutter kam zur Caritas Kinshasa und bat um Hilfe, damit das Kind operiert wird. Das Kind konnte wegen der Missbildung seiner Beine keine langen Strecken gehen. Nach der Operation, die gut verlaufen ist, hat es sich rasch erholt. Es ist jetzt nicht mehr beeinträchtigt und kann ein normales Leben führen. Ich bedanke mich bei der Caritas, besonders bei Madame Andrea, für alles, was für uns getan wurde. Ja.